Aber was oder ist da nix? Da war was. Vielleicht hat sich irgendwo eine Tonne losgerissen. Macht aber verdammt viel Fahrt. Ich geh mal da oben. Soll ich drauf zuhalten? Die hält auf uns zu. Aufsetzen! Der Nussschale hier draußen, das ist doch ein Wahnsinn! Wahrscheinlich irgendeine verrückte Wette! Los, wir fahren die Leine rüber! Mensch, ist die Fette! Los, jump rüber, komm! Ich bin hier der Fuhrmann. Leutnant zur See, Hermann Fehling. So, Leutnant sind Sie. Das sollte man Ihre Einheit nennen. Oh, Verzeihung, ich habe mich wohl nicht ganz korrekt vorgestellt. Leutnant der Nationalen Volksarmee, Marine. Ihren Ausweis, bitte. Ach, Menschenskind, ich bin doch kein Besucher. Ich arbeite hier. Moin. Moin. Haben wir denn heute wieder nichts zu tun? Wieso? Ich tu doch was. So. Meinen Sie? Macht es Ihnen eigentlich gar nichts aus? Ich meine, dass man Sie hierher abgeschoben hat. Och, es übt ganz gut. Für die Pensionierung. Übrigens, Sie sollen rüberkommen. Die haben da einen, der ist mit dem Segelboot über die Ostsee. Ist schön für ihn. Gibt's was? Ja. Was Unangenehmes? Ja. Kotelett mit Spinat. Als ich lossegelte, war dichter Nebel. Keine Handbreit vor Augen. Naja, das war meine Chance. Guten Tag, meine Herren. Oberstleutnant Delius, Oberleutnant Tümmler. Lieber Herr Delius, wir haben Sie hierher gebeten, weil Sie auf dem Sektor Spionageabwehr doch mal recht erfolgreich waren. Och, das ist lange her, Herr Kapitän. Also nochmals, Sie haben den Kaffee in diese Konferenz gebracht. Wer hat was zu wem gesagt? Ich habe nur einige Sätze gehört, ohne Zusammenhang, für mich jedenfalls. Das Einzige, was ich mitgekriegt habe und woran ich mich erinnere, war, dass einer der Generale über Kosmik sprach. Ja, über ein Kosmik-Projekt. Kosmik, die höchste Geheimhaltungsstufe der NATO, streng geheim. Ja, sowas muss es wohl gewesen sein, denn dieser General sprach direkt einen Major an, der in der Runde saß. Er sagte zu ihm, Sie sind einer der wenigen, denen das gelingen kann. Gab es da einen Aschenbecher? Ja, den habe ich leer machen müssen. Was war da drin? Kippen wahrscheinlich. Was für Kippen? Alles Mögliche. Mit Filter und ohne. Ich glaube auch ein paar Zigarillostummel. Und wie viele Leute haben geraucht? Ich glaube nur dieser Major. Ja, Sie glauben oder sind Sie sicher, dass nur dieser Mann geraucht hat? Da bin ich sicher. Nur dieser Mann. Was heißt das schon? Jeder hat irgendwo seinen Tick. Ja. Ja. Herr Kapitän, bitte sofort zum Chef. Entschuldigen Sie, Herr. Weiter, Herr Delius. Und es ist nicht einmal ein Tick, es ist professionell. Er will sich nicht durch eine bestimmte Zigarettensorte identifizieren lassen. Und auch nicht durch eine bestimmte Art zu rauchen. Ich wette,
Manche waren nur angepafft und manche durchgeraucht bis zum Filter. Natürlich. Das ist mir auch aufgefallen. Er ist vielleicht ein bisschen zu professionell. You mean to say that... Sie wollen etwas sagen, dass Sie diesen Mann kennen? Kennen? Ich kenne seine Aktivitäten. Und ich habe eigentlich nicht geglaubt, dass wir je wieder etwas von ihm hören würden. Es ist in der Tat ziemlich ungewöhnlich, dass Sie uns einen verbrannten Mann schicken. Es muss ihn unter den Sohlen brennen. Fazit. Durch diesen läppischen Aschenbecher wollen Sie wissen, mit wem wir es eventuell zu tun kriegen? Es konnten 1000 Leute auf diese Weise rauchen. Nicht einmal in den Vereinigten Staaten gibt es 1000 Spitzenagenten. Aufgepasst! Das große Frühjahrsangebot für unsere Hausfrauen. Badetücher, Badelaken, Badezimmerdekor in den schönsten Farben zu den billigsten Preisen. In unserer Sonderschau. Für Ihre Tochter? Ja. Ja, natürlich. Sie hat 5 Tagen Geburtstag. Ist sie nicht auf dem Internat? Ja. Entschuldigen Sie bitte, kennen wir uns? Nein. Erinnern Sie sich an den 21. November 1952? Warum sollte ich? Darf ich es Ihnen erklären? Also, am 21. November 1952. Sie waren damals noch Student in West-Berlin. Und Sie hatten einen Freund. Einen Freund mit Einfluss und Geld. Und an dem Tag haben Sie etwas unterschrieben. Und für diese Unterschrift haben Sie dann auch etwas bekommen. Was wollen Sie von mir? Sie wecken. Wir haben Sie 30 Jahre lang schlafen lassen. Wir sind der Ansicht, dass Sie langsam munter werden sollen. Was wollen Sie? Wir sind überaus interessiert an einem Projekt, an dem Sie mitarbeiten. Die denkende Mime, so nennt man sie wohl scherzhaft in Ihren Kreisen. Damit habe ich nur ganz entfernt zu tun. Da komme ich nicht ran, selbst wenn ich wollte. Wollen Sie etwa nicht? Ich weiß, dass Sie mich erpressen können. Aber Sie müssen mir glauben, ich kann nicht. Ich bin nicht in der Position. Und wer ist in der Position? Mein Vorgesetzter. Ministerialrat Hohleben. Er ist jünger als Sie, nicht wahr? Warum haben Sie es eigentlich nicht weitergewollt? Danke, mir reicht's. Uns nicht? Und was hast du dafür tun müssen? Nichts. Das ist ja der Witz. Na, warum machst du dir dann solche Sorgen? Ich habe da was unterschrieben. Unterschrieben? So ein Wisch, dass ich mein ganzes weiteres Leben dem Kampf gegen Militarismus und Revanchismus und... Du solltest mir alles erzählen. Ich glaube, ich sollte jetzt schlafen gehen. Ich muss das melden. Aber wenn ich jetzt zum MAD gehe, da fragen die mich doch als erstes, warum ich das alles bei meiner Einstellung verschwiegen habe. Verschwiegen. Ich hab das vergessen. Verdrängt, ja. Mein Gott, 30 Jahre. Warum hast du es nicht gemeldet? Warum wohl? Werden sie dich rausschmeißen? Rausschmeißen wohl nicht. Aber man wird mich irgendwohin abschieben. Vielleicht als Sachbearbeiter für Kleidung und Möbel. Irgendwo in die Provinz. Glaubst du, dass dieser Mann wiederkommt? Ich weiß es nicht. Und eigentlich glaube ich es auch nicht. Ich kann wirklich nichts für ihn tun. Wenn er was erreichen will, muss er an die anderen ran. Schlaf jetzt erstmal. Morgen ist auch noch ein Tag. Du wirst nie wieder von ihm hören. Morgen nicht und überhaupt nicht. Und du? Du wirst nie wieder davon hören. Flottenkommando an Führungsstab Marine.
Priority 26090 Zulu, streng geheim. Betrifft Projekt Elsbeth. Erstens, vorgesehene Einsatzmittel. Minentaucherboot Stier, Hohlstab-Lenkboot Wolfsburg mit Fernräumgerät. Zweitens, Vorbereitungen laufen wie für routinemäßige Funktionsprüfung Hohlstab-Fernräumsystem. Drittens, normale Übungsaktivitäten der See- und Seeluftstreitkräfte im angeordneten Seegebiet sichergestellt. Sie möchte auf die Brücke kommen. Ja, ja. Lockt so ein militärisches Spektakel den Gegner nicht zwangsläufig an? Das hoffen wir. Dem sollen die Augen übergehen, sodass er gar nicht mehr weiß, wo er zuerst hingucken soll. Würden Sie mich bitte darüber aufklären, weshalb ich als Kommandant des Boots erst jetzt von diesem Test erfahre, Herr Ministerialrat? Aus Geheimhaltungsgründen selbstverständlich, Herr Kapitän. Sie betreuen lediglich die nautische Seite. Das gehört auch zur Kommandoführung. Korrekt. Die nötigen Einzelheiten werden Sie jetzt von uns erfahren. Herr Dr. Spitzner? 1WO auf die Brücke. Melde mich auf die Brücke. Herr Dr. Spitzner ist sozusagen der geistige Vater unseres Unternehmens. Lassen Sie mich ganz simpel sagen. Jede Mine hat einen Zünder. Sie hat einen sehr guten und sehr ehrwürdigen Zünder. Der einzige Nachteil dieses Zünders besteht in seiner Zuverlässigkeit. Er zündet eben immer. Es ist ihm ziemlich wurscht, ob die Mine ein Schiff des Gegners oder eins von unseren Schiffen in die Luft jagt. Hauptsache es kracht. Ich muss Sie unterbrechen. Aber sehr gern. Wollen Sie etwa in diesen Ton weiterreden? Was zu kompliziert, Herr Ministerialrat. Tut mir leid, ich kann nicht anders. Dies ist ein Sonarempfänger, der auf einer hochpräzisen Frequenz auf einen Sender reagiert. Mit Hilfe dieses Senders können wir den Zünder vorübergehend stumm schalten. So lange, bis unser Schiff die Mine passiert hat. Verstehen Sie? Herr Ministerialrat, der Kommandant eines Minentaucherbootes ist nicht unbedingt völliger Laie in Sachen Minen. Fein. Dann wollen wir uns die Sache mal angucken. 1WO! Mine klar machen! Los, mach schon. Schlag den Kappen ein. Alle los. Los. Ein. Ein. Mine wird klar gemacht. 1WO! Neue Boje da an. Festo! Das ist im Spiel. Nee, ist klar. Sagen Sie, Herr Hohle, ich habe gehört, es ist eine scharfe Mine. Es hat doch ein Zünder genügt, oder? Ich wollte eine scharfe Mine. Herr Dr. Spitzner, jetzt sind Sie dran. Gehen Sie mal an David. Und Sie sind ganz sicher, Herr Spitzner, dass die Mine Ihnen gehorcht? Mir, Herr Dr. Kutschner. Der Empfänger gehorcht nur dem Sender. Er tut nur das, was der befiehlt. Hoffentlich. Mini ist klar zum Aussetzen. Schließen Sie mal die Leine aus. Störbad 0. Störbad X 0. So, 1WO. Dann mal raus mit dem Vogel. An Seemännische Nummer 1 wieder aufsetzen. Viel Glück. Natürlich mit Glück. Bitte. Der Zünder ist für 15 Minuten entfernt. Herr Wellmann, ich möchte gerne einmal von Ihnen das eigentliche Prozedere hören. Also, die Mine wird jetzt ausgesetzt. Noch ist sie scharf. Aber dank unseres Herrn Dr. Spitzner wird sie in wenigen Augenblicken totgeschaltet. Was sind das für Bälle? Pellets nennen wir die. Sie markieren die Position unserer Mine. Na, und dann kommt der Seehund. Seehund? Dieses Ding da, dieses Boot. Wir nennen es Hohlstab. Das ist eigentlich nur ein ganz starker schwimmender Magnet. Wird ferngelenkt durch die Wolfsburg. Also ohne Besatzung? Ja, natürlich ohne Besatzung. Und zusammen mit simulierten Schiffsgeräuschen täuscht es der Mine ein ganz großes Schiff vor. Es nähert sich der Mine, Kontakt und pfam. Aber hier und heute dürfen wir doch wohl davon ausgehen, dass unsere Mine nicht explodiert, oder? Sonst wäre ich ja wohl kaum hier. Die Mine ist über Bord. Nach Plan muss unser Mann gleich dran sein. Uhrenvergleich. 10.43 Uhr. 10.43 Uhr. Jawohl, hoffen wir auf einen Erfolg. Für uns und für ihn. Thank you.
Schiff. Mit Schiff. Oder nicht mit Schiff. Meine Herren, ich habe mir erlaubt. Wenn wir für jede Mine eine Pulle Sekt springen lassen würden, was? Radar, laufende Abstände zum Seehund melden. Wenn dieser Versuch glückt, und ich zweifle keinen Augenblick daran, dann sind wir einen großen Schritt weiter zur Sicherung. Das Ding kommt in die kritische Zone. Meine Herren, jetzt können Sie mitzählen. 1, 8. Öffnen Sie die Flasche. 1, 7. Tja, ich glaube, wir haben es geschafft. Gratuliere, Herr Dr. Spitzner. 1, 4. Dr. Spitzner! Herr Dr. Spitzner! Wie ist das möglich? Na bitte, es hat also geklappt. Hoffentlich war unser Mann schon weit genug weg. Na, beten Sie ruhig, ich sag's nicht weiter. Der Konstrukteur sollte beten. Die suchen verzweifelt ihre Mine. Ich möchte jetzt nicht in seiner Haut stecken. Wir alle erwarten endlich eine Erklärung. Ich habe keine, noch nicht. Das ist ein sehr dürftiger Kommentar zu dieser Katastrophe. Das ist ja niemand zu Schaden gekommen. Eine wirkliche Katastrophe war es also nicht. Doch. Es ist mir einfach unbegreiflich, warum das Ding explodiert ist. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie... Und ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mich endlich... Verzeihung. Ja, das ist alles, was wir am Tatort gefunden haben. Nichts. Bei einem Flugzeugunglück bleibt wenigstens etwas übrig. Der Flugschreiber, irgendwas. Hier, nichts. Fazit. Dieses Projekt ist gestorben. Vorläufig jedenfalls. Ich werde sofort versuchen, die NATO-Präsentation zu stoppen. Aber das ist doch Wahnsinn, Herr Wollin. Das Produkt ist serienreif. Das wissen Sie genauso gut wie ich. Auf dem Versuchsgelände unserer Firma sind die Tests zu 100% erfolgreich gewesen. Auf dem Trockenen. In einer Wassertiefe von 25 Metern. Hier hatten wir 31. Es muss an etwas anderem liegen. Wie wäre es mit Sabotage oder Spionage? Wie meinen Sie das? Das ist doch nur eine Hypothese. Nur? Es ist immerhin eine Hypothese. An die Sie sich klammern. Natürlich. Die einfachste Ausrede, aber eine sehr faule. Mal angenommen, die hätten jetzt den Empfänger. Ja, nur mal angenommen, bitte. Und wie das bitte? Vielleicht mit einem Taucher. Unmöglich ist nichts. Dann hätten die jetzt den Empfänger und ohne den musste die Mine ja hochgehen. Ja, könnten die überhaupt was damit anfangen? Sie meinen, ob die dann von der Konstruktion des Empfängers hier auf die Konstruktion des Senders schließen können und den dann selber bauen? Das ist die erste wirklich intelligente Überlegung. Nein, ich glaube nicht. Die Amerikaner könnten es vielleicht, oder auch die Japaner, vielleicht sogar ich. Aber im ganzen Ostblock lernen sie es gerade erst. Vom Empfänger allein hätten die also gar nichts. Bloß den Metallwert. Ich bin sehr zufrieden mit Ihnen. Ich aber nicht mit Ihnen. Ohne den Scooter wäre ich glatt krepiert. Die Strecke war nicht zu schaffen. Ihr Zeitplan war scheiße. Wo ist der Scooter? Im Wasser. Gut. Ich bin's. Wo bist du? Weg. Wie du siehst. Wieder zu dem Kerl. Nenn ihn, wie du willst. Einmal abgesehen von allem anderen. Ich kann das nicht zulassen. Ich bin Geheimnisträger. Du weißt nicht, woher er kommt. Du weißt nicht, was er macht.
Das Einzige, was du weißt, ist... Dass du ein schrecklicher Spießer bist. Das Einzige, was dich wirklich interessiert, sind deine verdammten Briefmarken. Okay, jetzt bin ich auch eine Geheimnisträgerin. Und genau aus diesem Grunde, mein Schatz, werde ich mich mit dir nicht mehr darüber unterhalten. Roger? Du bist geschmacklos. Du brauchst dir übrigens keine Sorgen zu machen. Ich gehe nicht mit ihm in die Öffentlichkeit. Außerdem ist er Zivilist. Du brauchst also noch nicht einmal Angst vor irgendeinem Casino-Platsch zu haben. Und reden, mein Lieber. Tun wir ohnehin nicht viel. Na, wie sehe ich aus? Zum Kotzen. Ich mache Ihnen auch keine Vorwürfe. Ich kann Sie nur inständig bitten, den Hohleben nicht unnötig zu reizen. Na, ihr reizt mich. Unentwegt. Die Ignoranz. Armat? Bon, Hohleben. Ja, danke. Ich habe verstanden. Er bittet um einen Rückruf, dringend. Vielleicht will er sich bei Ihnen entschuldigen. Ich bitte Sie, seien Sie doch der Klügere und geben Sie nach. Ich bin der Klügere und genau deshalb gebe ich nicht nach. Dann bedenken Sie wenigstens, dass er in gewissen Sinn auch Ihr Brötchengeber ist. Ohne Hohleben können wir den Auftrag in den Schornstein blasen. Ich habe in meiner Firma ja immerhin außer Ihnen noch 534 andere Mitarbeiter. Und ich bleibe dabei, an meiner Konstruktion lag es nicht. Aber bitte, bitte lassen Sie mich ständig fühlen, dass Sie ihn für einen Ignoranten halten. Schön, das eine oder andere Mal kann ich es ja sein lassen. Ich rufe jetzt an. Warten Sie bitte einen Augenblick. Geben Sie mir bitte Herrn Hohleben. Wenn Sie Herrn Hohleben jetzt gleich am Apparat haben, sagen Sie ihm bitte, ich lasse ihn nicht grüßen. Vielen Dank für die Grüße. Ich fürchte, ich werde seinem Charme nicht lang widerstehen können. Mensch, hör doch mal auf mit dem Regen hier. Mein Gott, sind Sie ein dankbares Publikum. So, und nun wieder zu Tucholsky. In der Ehe pflegt gewöhnlich immer einer der Dumme zu sein. Nur, wenn zwei Dumme heiraten, das kann mitunter gut gehen. Dann gehe ich einmal im Jahr ins Theater. Ich fürchte, dass wir bald selbst Theater genug kriegen. Es tut mir wirklich leid, Herr Oberst, aber Kapitän Wellmann aus Eckernförde hat mich vor einer halben Stunde zu Hause angerufen. Und ich dachte doch, dass das so wichtig ist. Ja, ist ja schon gut, Delius. Ich bin ja informiert. Es kann doch immerhin sein, dass dieser Ministerialrat Hohleben, dass dieser Hohleben seiner Auffassung recht hat, dass Dr. Spitzner den Fehler gemacht hat. Es kann natürlich auch sein, dass die drüben von der schönen Elsbeth Wind bekommen haben und den so einen Heimfänger geklaut haben. Unser Cosmic-Projekt heißt also Elsbeth. Wie meinen Sie? Ach, ich meine nur, dass wir jetzt wissen, worum es geht. Natürlich. Aber die andere Seite wird sehr bald dahinter kommen, dass sie noch einen ganzen Sender klauen müssen. Davon sollten wir nicht ohne weiteres ausgehen. Kann ich Ihnen irgendetwas bringen? Nein, danke. Glauben Sie, dass die halbe Sache war? Nur ganz. Deshalb werden Sie nicht hinter dem Sender selbst her sein, nein. Was Sie brauchen, sind die Konstruktionspläne. Genau gesagt, ein Duplikat, von dem wir nicht wissen, dass Sie es haben. So, nur die drei Männer, die haben Zugang zu den Unterlagen. Ja. Dr. Spitzner, der Konstrukteur. Ministerialrat Hohleben, Referat für Rüstungszusammenarbeit der NATO-Länder. Kapitän Wellmann, zuständiger Referent im Führungsstab Marine, für dieses Projekt nach Eckernförde kommandiert. Herr Leutnant, da kommt der Kapitän. Ja, ich hab's gesehen. Morgen, Herr Kapitän. Darf ich bitte Ihren Ausweis kontrollieren? Bitte. Ja, vielen Dank. Guten Morgen, Herr Kapitän. Zwei Herren aus Bonnheim warten Sie auf Papier. Sie möchten gleich auf den Stier kommen. Danke. Ach, Herr Oberleutnant, ich habe Ihnen doch da gestern diese Telefonnummer gegeben aus der Anzeige in der Zeitung. Haben Sie angerufen? Jawohl, Herr Kapitän. Da meldet sich nur der Auftragsdienst. Der Teilnehmer ist erst ab 22 Uhr zu erreichen. 22 Uhr. Danke. Das hat was, ne? Melde mich an Bord. Abpfeifen! Sehen wir uns am besten gleich den Tatort an.
Dank, 1-4. Also, meine Herren, was genau wollen Sie wissen? Alles über Elsbeth, was nicht Technik ist. Davon verstehe ich sowieso nichts. Kurz und präzise gesagt, Elsbeth verändert mit einem Schlag die gesamte Situation im Ostseeraum. Moment mal, das verstehe ich jetzt nicht. Das heißt doch, dass Sie mit Ihren Pötten über die eigenen Minen fahren können, nicht? Aber das haben Sie doch vorher auch schon gewusst. Ich meine, wo Ihre Minen lagen. Natürlich, Herr Oberlund. Natürlich kennen wir die Wege durch die Minensperren. Aber die sind so eng, dass unsere Schiffe nacheinander durchfahren müssen. Und zwar auch noch langsam. Und das bedeutet für den Gegner... Scheibenschießen. Genau. Für den Gegner wäre das ein Schützenfest. Deshalb suchen wir seit Jahren nach einer technischen Möglichkeit, die Minen für die Dauer einer Passage zu entschärfen. Dr. Spitzner scheint sich es gefunden zu haben. Und wenn nun die Gegenseite um Elsbeth weiß, dann könnten wir passieren und Sie könnten genauso gut passieren. Und die Minen wären ein friedlicher Schrotthaufen. Eigentlich ein ganz schöner Gedanke. Mich würde vor allem interessieren, wie die überhaupt auf Elsbeth gekommen sind. Ach, wissen Sie, es gibt Sekretärin, Telefonistin, Bürodiener. Eine Verwaltungsmaschine hat so viele Zahnräder. In einer Demokratie ist eine völlige Geheimhaltung fast unmöglich. Und jetzt gibt es nur noch drei. Hohleben, Dr. Spitzner und mich. Und der Assistent von Hohleben, dieser Kutschner. Hat keine Befugnis. Der trägt nur Hohlebens Aktentasche. Hoffentlich ist sie leicht. Aber sein Chef und Dr. Spitzner sind die einzigen, die an die Konstruktionspläne heran können. Dr. Spitzner muss ja damit arbeiten. Hat er das Zeug denn nicht im Kopf? Es sind 5 Seiten voller Schaltpläne. Ach, woher wissen Sie denn das, wenn Sie die Unterlagen noch nie gesehen haben? Von Dr. Spitzner. Wir haben uns ohne Ihre Erlaubnis unterhalten. Übrigens haben wir vor, das auch weiter zu tun. Liebe Eichbach-Freunde, Nordhorn begrüßt seine Gäste aus Hamburg. Für den HSV Wie haben Sie sie so schnell gefunden? Ich habe sie sofort rüberkommen lassen. Ganz freiwillig? Der Herr Vater brauchte unsere Hilfe. Er hat ein bisschen viel geredet. Wie alt ist sie? 32. Was müsst ihr gehen? Ist sie hübsch? Also, mir sagt dieser Typ nichts. Geil? Fragen Sie sie selber. Sie sitzt 2 Reihen hinter Ihnen. Das Rotkäppchen. Und Sie sind... Holger Maslak. Na, uns genügt Holger. Hatten Sie einen guten Flug? Sehr gut, ja, aber erklären Sie mir bitte. Wir haben es. Sie mögen doch Eisbett, ne? Natürlich. Woher wissen Sie? Ach, das war nicht weiter schwierig. Übrigens, Ihrem Vater geht es wieder sehr gut seit heute. Sie wissen, worum es geht? Ja, aber ich weiß nicht, ob ich es tun soll. Diese Entscheidung soll Sie nicht belasten. Die nehme ich Ihnen ab. Was passiert, wenn ich es nicht tue? Sie sind zu erwachsen, um mich das zu fragen. Was passiert? Und ich bin zu taktvoll, um es Ihnen zu sagen. Sie mögen also Eishockey, nicht wahr? Ja. Was macht Ihnen noch Spaß? Männer? Nicht im Plural. Könnten Sie mit diesem Mann schlafen? Ich kann das nicht, Karl. Dann werden Sie sich für ihn erwärmen müssen. Aber ich bin keine Agentin. Ich habe keine Ahnung, was man macht. Umso besser. Sie werden morgen früh nach Hamburg. Und nehmen Sie diesen Krimi mit. Ich mag keine Krimis. Auch danach habe ich Sie nicht gefragt. Es steht eine Telefonnummer drin für den Notfall und eine Anleitung, wie Sie die Nummer finden. Die Anleitung verbrennen Sie, aber erst lesen. Kann ich mich wieder hinsetzen? Nein. Sie werden jetzt anfangen zu trainieren. Was heißt das? Der Mann, den wir für Sie ausgesucht haben, ist in dem Spiel ein Meister. Ist sie zuverlässig? Es wird ja nichts anderes übrig bleiben. Hätten Sie etwas dagegen, mir ein Glas Sekt anzubieten? Ich trinke nur Mineralwasser. Das soll hier in der BRD auch ganz ausgezeichnet sein. Die Zeit, es wird 22.05 Uhr. Wir schalten wieder um nach Hittfeld. Thank you.
Wellmann, guten Abend. Ich rufe an wegen Ihrer Anzeige. Sagen Sie, die 2,5 Groschen, rötlich-braun, die ist wohl schon weg. Nicht? Jederzeit. Ihr Briefmarkenfreund hat pünktlich angerufen. Ich habe Sie für übermorgen in Eckernförde verabredet. Bahnhof, Wartesaal. Und Sie sind sofort umgezogen. Telefon abgemeldet? Natürlich. Ich bin doch nicht seit gestern in diesem Geschäft. Ach so, sind Sie nicht? War es nicht ein bisschen unvorsichtig von Ihnen, dieser Olga, die Nummer zu geben? Nur wenn Sie unvorsichtig waren bei der Auswahl der Kleinen. Warum haben Sie es überhaupt getan? Ein Notruf von ihr ist ein Warnruf zu verschwinden. Für uns. Würden Sie sie einfach hängen lassen? Nehmen Sie den Spruch auf. 8-4-3-6-0-5-Trennung. Das ist ja nicht zu fassen. Die halten ihre Antennen nicht an unsere Tür, die halten sie mitten ins Zimmer. Die wollen uns doch nicht etwa weismachen, dass das ein Fischerboot ist. Nein, das haben die längst aufgegeben. Es ist also ein Spionageboot. Ein Aufklärungstrawler. Und jeder weiß das. Waren wir auch da draußen, als der Versuch durchgeführt wurde? Allerdings. Aber wir standen weit weg, wenn das Ihre Frage beantwortet. Sie werden es mir nicht glauben, aber ich habe noch eine Frage. Oh. Ihre Frau ist doch wesentlich jünger als Sie. Herr Oberlautner, ich möchte mir ausdrücklich verbitten... Weil es nicht zum Thema gehört, aber ich finde, es gehört ganz gut dazu. Sie selbst haben doch gesagt, es gibt nur drei, die Elsbeth intim kann. Und einer davon sind Sie. Jetzt haut er ab. Das liegt wahrscheinlich an der abschreckenden Wirkung des MAD. Ich finde nicht, dass jetzt Zeit für Späße dieser Art ist. Sie sagen uns dann bitte, wann es dazu Zeit ist, Herr Kapitän. Hallo! Ich glaube, ich habe hier das versucht. Gemietet hatten die für einen Monat. Und 3 Wochen haben sie glatt verfallen lassen. Können Sie uns erzählen, wie die Leute aussahen oder einer von ihnen? Nein. Das ging alles telefonisch. Und der Schlüssel? Den habe ich ans Haus gehängt. Das tut man hier so. Ah ja, ich weiß, ja. Ja, entschuldigen Sie. Sie waren aber sehr nett am Telefon. Einer der Mieter war unser Mann. Sie hatten... Jeder hat mal recht, ich weiß. Ja. Was ist das? Kalk. Kalk. So. Ja, habe ich drin gefunden. Das Haus. Haken Sie ruhig ein. Taucher füllen damit Ihre Atempatronen, wenn Sie keine Blasenbahnen ziehen wollen. So, tun Sie das. Woher wissen Sie das? Eigentlich wollte ich zu den Minentauchern. Na und? Die haben mich nicht genommen. Schade. Tilt. Ja, das war dumm von mir. Ach, lass stecken. Spiel selber. Wollen wir mal zusammen? Ich spiele lieber allein. Ich auch. Ja, schön. Verlierer zahlt. Okay. Warum fragst du nicht, was du zahlen sollst? Weil du zahlst. Ganz schön frech. Um ein sehr teures Abendessen. Die Einladung beim Flippern kenne ich. Die enden immer in der nächsten Frittenbude. Darf ich mir noch einen Kaffee bestellen? Ich habe mein Essen verloren, kein Trinken. 2 Kaffee und 2 Cognac bitte und die Rechnung. Du hättest mir sagen müssen, dass Flippern dein Beruf ist. Zugegeben, es ist mein Hauptberuf, aber leben tue ich von meinem Nebenberuf. Ach, sprich nicht davon. Du interessierst mich als Flipperkönig, nicht als Studienrat. Wie kommst du auf Studienrat? Ah, du hast so was Altkluges. Ihre Rechnung, bitte. Ich bin kein Lehrer. Ach, erzähl mir nichts.
Schlägst du deine Schüler? Vor allem bin ich korrupt, hat mir ein Schüler zugesteckt. Eckernförde, Eckernförde. Anschlussbusse nach Damm 2000 stehen auf dem Bahnhofsvorplatz bereit. Tag. Schäfer, Sie sind verwirrt. Ja. Ich hoffe, Sie haben nicht zu lange gewartet. Mein Zug war pünktlich. Bitte. Ja, danke. Ja, ich denke, wir kommen gleich zur Sache. Ich habe nämlich nur eine halbe Stunde Zeit. Bitte. Bitte. Bedienen Sie sich. Mein Gott, ja. Darf ich? Darum geht es doch wohl. Die 21 Jahre. Ich kann keinen Fehler entdecken. Postfrisch ohne Falz. Ich habe mich selbst ein wenig informiert. Wie meinen Sie das? Ich bin kein Sammler. Ich möchte gar nicht versuchen, den Fachmann zu spielen. Ich habe die Marken kürzlich geerbt. In dem Inserat stand günstiges Angebot. Ich hatte so an 4.000 gedacht. Ich glaube nicht, dass das zu viel ist. Ich habe mir den Katalog gekauft. Ich habe gehört, dass man sogar bis zur Hälfte des Katalogpreises verlangen könnte. Entschuldigung, kann ich was für Sie tun? Danke, alles in Ordnung. Bitte bringen Sie mir auch einen Kaffee. Hätten Sie etwas dagegen, wenn wir die Marke vor der Bezahlung zu einem Prüfer bringen würden? Selbstverständlich nicht. Tragen Sie sie nur zu einem Prüfer Ihrer Wahl. Ach was, ich soll sie mitnehmen? Na ja, anders geht es doch schlecht, oder? Aber ich darf Sie vielleicht darum bitten, mit den Empfang zu quittieren? Ja, selbstverständlich. Ja, was wollen Sie denn als Sicherheit? Na, ich vertraue Ihnen. Der Kaffee bitte sehr. Danke. Achtung, so bitte sehr. Ja, das wär's dann. Von Flensburg nach Hamburg. Planmäßige Ankunft 12.37 Uhr. Planmäßige Abfahrt 12.39 Uhr. Ich rufe Sie natürlich gleich an, wenn ich bei dem Prüfer gewesen bin. Ja, sagen Sie, Sie sprachen wohl noch von anderen Marken, die Sie hätten. Ja, ich glaube, ich habe alle vom Deutschen Reich, aber ich habe das nur flüchtig verglichen. Alle? Auch die 21B, die 2,5 Groschen lila-braun. Das weiß ich sogar sicher. Postfrisch und ungefalzt. So wie die denn? Auch in dem Zustand? Ich glaube schon. Ah, da kommt man zu. Zum dritten an den Bieter 80. Und nun kommen wir zu dem legendären 7-Schilling-Block von Hamburg. Bei mir sind 40.000 Mark im Auftrag. 40.000 Mark bei mir. Jemand mehr im Saal als 40.000 Mark? 42, 44.000 werden geboten, 46.000, 48.000 und 50.000 am Gang. 52.000 hier vorn. 54.000 und hier drüben 56.000. 56.000. 58.000. Ganz hinten sind 60.000 Mark geboten. Jemand mehr als 60.000. 62.000 am Gang. 64.000 sind jetzt im Saal. Dann sind Sie ja doch noch gekommen. 66.000. Wieso? Ich war 10 nach 10 da. Ich komme schließlich aus Eckernförde. Ja, ich weiß. Und jetzt aber wir haben 10 verabredet, da war ich da. Und 72. Wissen Sie eigentlich auf diesen Treffpunkt gekommen, Herr Schäfer? Ich arbeite gleich hier in der Ecke. Schon wieder im Wartesaal wollte ich was bei Ihnen zu. Ich habe das Geld da. Für beide mal. Ah ja, die 21B. Ja, ich habe sie bei mir. 62, 64, 66, 68, 70.000. 70.000 mal. Jemand mehr? 70.000. 70.000 zum ersten, zum zweiten und 70.000 Mark zum dritten Anbieter 10. Wollen wir hier? Gerne.
Danke. Die 21B. Die ist tatsächlich makellos. Damit wäre mein deutsches Reich komplett, dank Ihrer Hilfe. Wie viel? 30.000. Das kann ich nicht bezahlen. Ich glaube doch. Die 21A ist als Vorschuss zu verstehen. Die 21B erhalten Sie gratis, wenn Sie Ihren Teil geliefert haben. Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Woher stammen die Marken? Ich wünsche eine Antwort. Was meine Geschäftsfreunde wünschen, ist lediglich eine Kopie der Schaltpläne des Sonarsenders. Ach, so ist das. Ich hätte es merken müssen. Spätestens seit ich in den letzten 24 Stunden vergeblich versucht habe, Sie anzurufen. Kein Anschluss unter dieser Nummer, ich weiß. Dafür habe ich Sie erreicht. Das genügt doch. Ich könnte jetzt die Polizei rufen. Ich glaube nicht, dass Sie das tun werden. Ein Handgemenge? Vielleicht eine Schießerei hier in einem renommierten Hotel? Sie wissen, dass Sie eine schlechte Presse kriegen. Und Sie wissen, dass ich auf dieses Geschäft nicht eingehe. Hier nehmen Sie Ihre Marke. Danke. Ich habe von einem Ehrenmann noch nicht erwartet, dass er mich um die Anzahlung betrügen würde. Ist da der MAD? Seitdem war ich nur wenig mit Frauen zusammen. Ich auch nicht mit sehr vielen Männern. Wahrscheinlich benehme ich mich auch etwas dämlich. Ich fände es schlimm, wenn du auch im Bett noch klug wärst. Vielleicht sage ich auch nicht die richtigen Sachen. Ich hab das gern, dass du nicht so geschwätzig bist. Ich möchte gern mit dir reden. Und worüber? Was ich so mache, was mich bewegt. So nennt man das ja wohl. Von all dem will ich gar nichts wissen. Mich interessiert nicht, was du machst und warum du es machst. Du interessierst mich. Du ganz allein. Eigentlich habe ich seit meiner Scheidung von einer Frau mir gesagt, dass ich sie liebe. Fang damit erst gar nicht an, sonst kommst du in Teufelsküche. Kann ich geahnt, dass ich das so leicht rausbringe. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Sehr gern genommen wird auch dieses Modell. Es kann ruhig etwas frecher sein. Ich zeige Ihnen etwas anderes. Verzeihen Sie, dass ich Ihnen in Ihre Intimsphäre folge, aber dies scheint der einzige Ort zu sein, wohin Sie Herr Dr. Spitzner nicht begleitet. Was wollen Sie? Haben Ihnen die Hamburger Tage gefallen? Sie sind noch nicht zu Ende. Ich habe mir die Freiheit genommen, Ihr Apartment zu kündigen. Und wenn ich nicht gehe? Sie waren schon mal so geschmacklos, mich das zu fragen. Ob Sie etwas geschmacklos nennen, ist mir zutiefst gleichgültig. Neue Töne. Na schön. Man wird Ihren Eltern Vorwürfe machen müssen, dass Ihre Erziehung missraten ist. Schwere Vorwürfe. Und ist er nicht noch ein Bruder? Paul, wenn ich mich nicht irre. Er bereitet sich gerade aufs Abitur vor. Soll das alles umsonst gewesen sein? Kann ich mich noch verabschieden? Aber das müssen Sie unbedingt tun. Gnädige Frau, hier habe ich ein sehr freches Modell. Das hat sich erledigt. Verzeihung. Ich nehme das. Ich will das kaufen. Es wird schon irgendjemanden geben, dem das passt. Einmal einfach Leipzig, bitte. Soll ein Witz sein? Ich mache keine Witze. Ich komme von drüben und ich werde wieder dahin zurückgehen. Ich habe geglaubt, wir würden zusammenbleiben. Ich habe nur davon geträumt. Du bist also auf mich angesetzt worden? Irgendwie ja und irgendwie nein. Du bist also auf mich angesetzt? Okay. Was hast du herausgefunden? Dich. Ganz allein dich. Ich hab dich auch gern.
Tilt. Was hat sie alles aus Ihnen rausgekriegt? Nichts. Sie hat noch nichts gefragt. Das kann ich schwer glauben. Es ist mir ziemlich gleichgültig, was Sie glauben. Ich bin zu Ihnen gekommen, weil ich mich in meinem Arbeitsvertrag dazu verpflichtet habe. Und nicht zuletzt, weil Ihr Arbeitgeber klug genug war, Sie sofort auf die nächste Maschine hierher zu setzen. Was wollen Sie wissen? Es ist schon ein Kreuz. Wohin wir kommen, mit wem wir reden, keiner mag uns. Wundert Sie das? Ehrlich gestanden, ja. Da lieben die Leute Krimis. Krimis in jeder Form, zu jeder Tageszeit. Und bei uns können sie ihn direkt miterleben. Ich mag keine Krimis, lese keine, interessiert mich nicht. Mich interessiert, warum ist sie so plötzlich gegangen? Haben Sie noch ein bisschen Zucker? Ich sehe nur zwei Möglichkeiten. Sie ist abgesprungen, weil sie sich verliebt hatte. Oder sie ist zurückgegriffen worden, weil sie sich verliebt hatte. Sind Sie verheiratet? Geschieden. Unfreiwillig. Warum? Och, ich kann meine Frau verstehen. Ich hatte ihr nichts zu sagen. Ich durfte ihr nichts erzählen. Andere Männer bringen wenigstens den Büroklatsch mit nach Hause. Sowas ist bei uns schon geheim. Ein mieses Geschäft. Kein Einspruch. Euer Ehren. Du hast vielleicht einen Traumjob. Morgens bis 10 schlafen, Spiegeleier ans Bett. So gut möchte ich's auch mal haben. Den Kaffee mit oder ohne? Schwarz. Wie mein reines Gewissen. So, Herr General. Sag mal, von Arbeit hältst du wohl überhaupt nichts, Für sowas habe ich meine Leute. Tümmler? Ich habe gerade von Ihnen gesprochen, Herr Oberstleutnant. Ja, ich bin doch schon in Hut und Mantel. Doch mit Milch und Zucker, bitte. Ja, bitte. Bitte? Nee, ich bin allein. Was? Spitzner war eben bei Ihnen? Ja, das ist ja toll. Also, Wellmann hat sich gemeldet und Spitzner. Ja, wir zwei haben sie es probiert. Fehlanzeige. Da bleibt nur noch einer. Ja. Ja, da bin ich gespannt, wann dieser Hohleben antanzt. Sir Delius. Werden Sie erwartet? Ich habe einen Ausweis. Zweiter Stock, Zimmer 205. Danke. Ach, Herr Hohleben. Auch zum MAD? Wo kann man hier sonst schon hinwollen? Ein bisschen nur, als man sich zufällig im Bordell trifft. Ja, ein bisschen. Und was macht Sie so froh? Die Tür. Herr Delius? Ach, Herr Hohleben. Ich bin zu Ihnen gekommen, weil mir das sehr merkwürdige Interesse, was Sie und Ihre Leute in letzter Zeit an mir nehmen, nicht unentdeckt geblieben ist. Was wollen Sie von mir? Erst einmal... Ich bin sehr beschäftigt. Zunächst einmal möchte ich Ihnen sagen, dass ich sehr glücklich bin, dass Sie gekommen sind. Und zum Zweiten sollten Sie wissen, dass wir jederzeit für Sie da sind, wenn Sie einmal Fragen haben sollten oder wenn Sie uns etwas zu sagen haben. Ich wüsste beim besten Willen nicht, was ich Ihnen zu sagen hätte. Ja, wahrscheinlich nichts. Aber wenn, dann bin ich sogar bereit, Ihren Ton zu ertragen. Herr Delius, wir haben den Mann weisungsgemäß beschattet. Und da geschah dann Erstaunliches. Der vielbeschäftigte Dr. Hohleben ließ seinen Wagen stehen und ging zu Fuß in die Rheinaue. Er wirkte wie ein Frührentner und nicht wie ein gestresster Topmanager. Prompt erschien auch ein Mann auf der Bildfläche, der ihm einen Zettel gab.
Was dann geredet wurde, aber konnte ich natürlich nicht verstehen. Aber Hohleben hat den Zettel zurückgegeben und ging. Wir haben ihn weiter observiert. Er ging direkt zum Gemüsemarkt und kaufte Apfelsinen. Apfelsinen? 10 Stück 3,50. Ja, weiter bitte. Dann erschien wieder ein Mann, baute sich direkt neben Hohleben auf und hatte genau den gleichen Aktenkoffer. So ein dämliches Pärchen hat uns dann den Blick verstellt. Jedenfalls ist der Mann mit einer Tasche weggegangen. Gekonnt gemacht. Ich danke Ihnen, meine Herren, bitte halten Sie zur Verfügung. Die Kontaktperson hat unseren Mann nach 10 Minuten abgeschüttelt. Leider. Ja, leider. Ihre Dias, Herr Oberstleutnant. Wie schön, Sie strahlen und ich habe Kopfschmerzen. Ach, das tut mir aber leid. Ich habe hier was, das wird Ihnen helfen. Ist gut gegen Kopfschmerzen. Eins steht fest. Elsbeth steckt nicht in dieser Tasche. Hohleben hat noch keinen Einblick in die Konstruktionspläne verlangt, sonst hätte ich bereits Migräne. Was steht da drin? Ich habe Hohlebens Sicherheitsüberprüfung auf den neuesten Stand gebracht. Befund? Positiv. Er hat einen Wechsel ausgestellt. Ja, was heißt das schon? Dass er geplatzt ist. So ist er. Und wissen Sie auch, warum so ein Mann so etwas tun sollte? Ich glaube, ich weiß es. Er spielt Roulette. Damit wäre er nie durch die Überprüfung gekommen. Er hat doch erst vor ein paar Wochen damit angefangen. Hier, wir haben Auszüge aus der Besucherkartei der Spielbank. Bevor der Wechsel geplatzt ist, da war er beinahe jeden Abend da. Das heißt also, dass ich was unternehmen muss. Ja, tun Sie das so ungern? Mir wäre lieber, wir könnten uns Zeit nehmen. Aber das ist so Hohleben Zeit zu geben. Vorzimmerministerialdirigent Löbe. Tut mir leid, ich kann jetzt nicht stören. Meine Herren, dieses Gespräch fällt mir nicht eben leicht. Vielleicht sollten wir alle einen Schluck trinken, um die Gemüter zu beruhigen. Ja? Vergessen Sie bitte nicht den Termin beim Minister. Wie könnte ich? Ach so, ja, wir wollten einen Schluck trinken. Also mir ist jedenfalls danach. Ich fühle mich auch ein bisschen labil. Für mich bitte nicht. Der Einzige, der das nicht nötig hat, bin offenbar ich, weil ich mir nichts vorzuwerfen habe. Sie haben bisher aber auch nichts getan, um die Vorwürfe, was sage ich, diese Merkwürdigkeiten aus der Welt zu schaffen. Ich kann schwer etwas aus der Welt schaffen, das überhaupt nicht geschehen ist. Ich möchte, dass Sie mir glauben, wenn ich Ihnen versichere, dass ich alles in meiner Macht Stehende tun werde, um diese ganze Angelegenheit in einer für beide Seiten befriedigenden Weise zu bereinigen. Bis wir aber der Sache auf den Grund gekommen sind, schlage ich vor, dass Sie einen zunächst unbefristeten Urlaub antreten. Das Projekt Elsbeth steht vor dem unmittelbaren Abschluss. In wenigen Tagen ist NATO-Präsentation. Verstehen Sie denn nicht, dass ich einen Mann, der, wenn auch nur ein bisschen und sagen wir mal ins Zwielicht geraten ist, unmöglich weiter mit der Durchführung des Projekts betrauen kann? Soll das heißen, dass jemand anders mein Projekt weiterführen soll? Dass jemand anders mir jetzt, kurz vor der Vollendung, sozusagen die Lorbeeren wegschnappt? Herr Ministerialrat, ich kann darüber nicht mehr diskutieren. Ich möchte Sie bitten, mir Schlüssel und Vollmachten auszuhändigen. Herr Kutschner ist von mir mit sofortiger Wirkung kommissarisch mit der Weiterführung des Projekts beauftragt worden. Der israelische Verteidigungsminister. Bringen die das schon in der Tagesschau? Hier, mein Schatz. Oh, Champagner. Ich wusste gar nicht, dass wir sowas im Hause haben. Er war ja auch für ganz besondere Gelegenheiten reserviert. Aber dass es gleich eine solche werden würde... Psst, nicht beschreien. Dreimal Holz. Moment. Sag mal, ist Hohleben denn krank? Irgendwas ist da passiert. Niemand weiß, was genau ist. Aha. Der Herr Senkrechtstarter. Übrigens, es hat jemand für dich angerufen. So. Wer denn? Ein gewisser Herr Schäfer. Er ruft nochmal an. Was ist denn? Sag mal, ist was mit diesem Anruf? Nein, nein, es ist alles in Ordnung. Mein Liebling, also dann auf dein Uhr. Ja. Das
Lufthansa bittet die Fluggäste, soeben eingetroffen mit dem verspäteten Flug LH777 Köln-Bonn-Hamburg im Weiterflug nach Kopenhagen, sich an den Schalter 24 in der Haupthalle zu begeben. »230E Mercedes Grün, direkt vom Ausgang.« »Bitte? Verzeihen Sie, dass ich schon ein wenig vorgefeiert habe.« »Was feiern Sie denn?« »Ihren neuen Wirkungskreis. Es war ein hartes Stück Arbeit.« Sie haben daran gedreht. Sie waren das also mit Hohleben. Und mit Dr. Spitzner und Herrn Kapitän Wellmann. Gottvoll. Es war einfach gottvoll. Ich liebe diesen MAD. Die Zusammenarbeit klappt hervorragend. Warum erzählen Sie mir das? Ein Zeichen des Vertrauens. Ein wenig allerdings rechne ich dabei auf Ihre Dankbarkeit. Ich habe das alles ja für Sie getan. Dies und alles Vorangegangene. Jetzt sind Sie endlich in der Position, in der wir Sie immer haben wollten. Jetzt dürfen Sie endlich auch mal was für uns tun. Sie wollen den Sonarsender. Bloß eine Kopie der Schaltpläne. Herr Schäfer, oder wie auch immer Sie heißen mögen. Bleiben wir bei Schäfer. Sie gehen von falschen Voraussetzungen aus. Ich bin lediglich hierher gekommen, um Ihnen zu sagen, dass Sie mit mir nicht rechnen können. Ich gebe Ihnen eine Kamera. Selbst wenn ich es wollte. Es gibt keine Möglichkeit, die Unterlagen zu fotografieren. Man braucht zwei Schlüssel. Den zweiten hat Herr Dr. Spitzner oder der Sicherheitsbeauftragte der Firma. Richtig. Und wir werden dafür sorgen, dass Sie im entscheidenden Moment ganz allein am Tresor sind. Das verspreche ich Ihnen. Ich glaube, Sie haben mich nicht richtig verstanden. Ich glaube, Sie haben mich nicht richtig verstanden. Ich beginne zu zweifeln, ob Sie wirklich wollen. Ich könnte beinahe den Eindruck gewinnen, Sie möchten aussteigen. Und wie wollen Sie das verhindern? Sie gefallen mir. Ja, ja. Ihre Frage allein verrät Mut. Nehmen Sie die Kamera. Als Abschiedsgeschenk. Aber nur für den Privatgebrauch. Sogar bis auf den Flughafen begleiten. Oder überwachen Sie mich? Ihr Misstrauen ehrt mich. Aber erstens gibt's keinen Grund. Zweitens habe ich zu diesem Zeitpunkt gar nicht das Recht dazu. Was immer auch geschieht, Sie bleiben ganz und gar legal. Oder? Ja, natürlich. Hast du doch aber ein bisschen in der Grauzone, ne? So will ich das nicht sagen. Wie würden Sie es dann definieren? Möglichst gar nicht. Den ganzen Kriegskram vertue ich dann nur meine Zeit. An sowas sollte ich arbeiten. Das tun Sie ja schon seit einer Viertelstunde. Langsam werde ich warm. Wie lange machen Sie das schon? Können Sie sich das nicht denken? Keine Ahnung. Seit ich an dieser Mine rumbastel, hat mir eine Firma nahegelegt. Also verboten. Richtig. Ich darf nicht mehr ins Spielcasino. Da bin ich auf die Flipperei gekommen. Besser als gar nicht. Nur mal ehrlich, auch nicht so ein bisschen in der Grauzone? Ich verstehe ja nicht, was Sie meinen. Ich meine, sind Sie nicht mal heimlich ins Casino gegangen? Sinnlos, selbst wenn ich gewollt hätte. Die Croupiers haben ein fotografisches Gedächtnis für Gesichter. Moment mal. Sie meinen also, der Ausweis und die Unterschrift am Eingang sind nicht so wichtig? Natürlich, das ist es. Bedauere, dieser Mann ist nie hier gewesen. Keiner der Saalchefs hat ihn wiedererkannt. Entschuldigen Sie bitte. Meine Damen, Sie müssen sich beeilen. In einer Stunde kommen die ersten Gäste. Ich
sicher, aber es hat doch seinen Personalausweis hier vorgelegen. Und seine Unterschrift in Ihrer Kartei ist als echt bestätigt worden. Also wenn ich mich entscheiden müsste, ob ich einer Unterschrift trauen sollte oder den Augen meiner Croupiers, hätte ich eine leichte Wahl. Und auf diesen Mann hätten Sie unter allen Umständen ein Auge gehabt. So betont ehrbar, sehen nur professionelle Falschspieler aus. Also Holim ist sauber und ich bin der Idiot. Und was für einer. Sie vergessen seine Treffs. Ach, er hat niemanden getroffen. Der ganze Zauber war nur für uns arrangiert. Der erste Mann hat ihn nach dem Weg gefragt und wir haben Schlüsse gezogen. Der zweite Mann stellt sich mit seiner Tasche neben ihn und geht mit derselben Tasche weg, damit wir Schlüsse ziehen. Falsche versteht sich. Fein eingefädelt, der Schäfer. Das muss man ihm lassen. Jetzt sagen Sie mir, ob ich recht habe, aber schnell, ich darf mich nicht noch einmal irren. Warum hat man Dr. Spitzner und Wellmann gekeilt, aber nicht Hohleben? Damit die beiden zu uns kommen und wir auf Hohleben warten. Vergeblich natürlich, deshalb beschatten wir ihn. Und von dem Augenblick an konnte man mit uns spielen. Ja, aber wenn es nur mit Dr. Spitzner oder Wellmann geklappt hätte. Ach, darüber wäre der da auch nicht gerade böse gewesen. Aber warum hat man Hohleben belastet? Weil man ihn aus dem Weg haben wollte. Und wem stand er im Wege? Ankunft Lufthansa Flug 863 aus Hamburg. Arrival Lufthansa Flight 863 from Hamburg. Ich bin sofort zu meiner Frau. Wir haben einen Wagen draußen. Ja, danke, das ist sehr liebenswürdig. Entschuldigen Sie meine Aufregung. Das Licht, bitte. Setz dich doch. Harald, bitte tu endlich was. Irgendwas. Bleib jetzt ganz ruhig. Reg dich nicht auf. Ich weiß, was ich tue. Du musst es anzeigen. Heute Mittag noch, als ich im Flugzeug saß, da war ich fest entschlossen. Und dann, als mich der Kriminalbeamte abholte, da wollte ich ihm alles. Aber jetzt, es ist meine Schuld. Es ist ganz allein meine Schuld, dass sie dich angefahren haben. Das weiß ich ganz bestimmt. Du musst jetzt ganz genau überlegen, ob das, was du vorhast, wirklich richtig ist. Richtig oder nicht? Harald! Ruhig, ganz ruhig, das ist der Pfleger. Ich wollte nur nachsehen, ob ich etwas für Sie tun kann. Nein, danke, es ist alles in Ordnung. Wenn irgendwas ist, dann rufen wir die Nachtschwester. Vielen Dank, es ist alles in Ordnung. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich kann nicht mehr. Ruhig, 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 das war der Pfleger, ganz bestimmt. Ich weiß es, natürlich war das der Pfleger, aber ich... Harald, ich sehe in jedem Menschen einen Agenten, einen Spion. Ich kann nicht mehr. Ich weiß jetzt, was ich zu tun habe. Ankunft Lufthansa Flug 96 nach Frankfurt. Durch Frankfurt Main, Ausgang Frankfurt. Marshal Lufthansa Flight Number 096 for Frankfurt. Ja, kurz schnell. Ja. Sie wissen genau, was jetzt zu tun ist. Ja, ich weiß es. Zwischen 14.30 Uhr und 14.35 Uhr werden wir dafür sorgen, dass Sie alleine am Tresor sind. Wird diese Zeit reichen? Ich hoffe. Wenn Sie den Auftrag ausgeführt haben, tun Sie den Mikrofilm in diese Zigarettenschachtel. Es ist eine Zigarette drin. Anzünden und die Schachtel mit dem Film in den toten Briefkasten. Verstanden? Ja, ich habe verstanden. Nehmen Sie sich jetzt ein Taxi. Zielperson am
Flughafen eingetroffen. Ich steige jetzt ein Taxi Richtung City Nord. Wird von Roten Opel Rekords erfolgt. Natürlich habe ich verstanden. Dann nehmen Sie sich doch auch ein Taxi. Wir folgen Taxi in Nordschleswiger Straße. Ich habe ihn gesehen, er hat einen ganz schönen Zahn drauf. Er fährt zum Objekt, müsste in 2 Minuten da sein. Zentrale, jetzt 2:11. Taxi jetzt vom Objekt. Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Kutschner, ich komme aus Bonn. Nehmen Sie, Sie sind über meinen Besuch informiert. Herr Kutschner, einen Augenblick bitte. Was soll das heißen? Der Herr aus Bonn ist hier. Nehmen Sie auch bitte einen Augenblick. Muss das sein? Ich bin sehr in Eile. Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Schmieding, ich bin hier der Sicherheitsbeauftragte. Kutschner. Herr Kutschner, Sie wissen, dass Sie eine kleine Prozedur über sich ergehen lassen müssen. Wie darf ich das verstehen? Nun ja, die Papiere. Darf ich Sie um Ihre Ausweise bitten? Bitte. Danke. Bitte sehr. Sag Bescheid. Okay. ZB jetzt im Objekt. Drücken Sie mal drauf. Danke. Normalerweise ist der zweite Schlüssel bei Herrn Dr. Spitzner. Aber Herr Dr. Spitzner ist ja, wie Sie wissen, durch seine Reise nach Bonn verhindert. Entschuldigen Sie mich bitte einen Augenblick. Hier Apparat 312. Schmieding am Apparat. Ich bin der Sicherheitsbeauftragte. Ja. Herr Kutschner, ja, der ist hier. Wollen Sie ihn sprechen? Ja, ich werde es Herrn Kutschner sofort sagen. Ja. Moment, ich muss nur ein Stück Papier suchen. Moment. Ja, bitte, ich höre. LH864 nach Bonn 1835 an 1930 oder LH 025 an 1910. Ja? Ja, natürlich. Ich werde es ihm sagen. Ja. Danke. Wiederhören. Das war eine Ihrer Mitarbeiter aus Bonn. Sie möchten sehen, dass Sie noch die Nachmittagsmaschine kriegen. Entweder die, Moment, ich habe sie aufgeschrieben. Ab Hamburg 1835 nach Bonn oder 1820 nach Düsseldorf. Ja, ja. Ich hatte sowieso vor, die 1820 ab Hamburg zu nehmen. Ja, was ich sehen wollte, das habe ich gesehen. Ja. Ich danke Ihnen. ZB noch immer im Objekt. Bitte sehr. So, das ging ja schneller, als ich befürchtet hatte. Also nochmals vielen Dank für Ihre Hilfe und bis zum nächsten Mal. Nicht zu danken, Herr Kutschner, und vergessen Sie bitte Ihre Ausweise. Ja, danke. Würden Sie mir bitte ein Taxi rufen? Sind Sie bestellt? Zum Hauptbahnhof. Wir haben alles vorbereitet. Von uns aus kann er kommen. Wem sagen Sie das? Das ist Oberleutnant Delius. Oberstleutnant. Und Oberstleutnant Tümmler. Oberleutnant. Ah, vom MAD in Bonn. Guten Tag, meine Herren. Ja. An 200. Der rote Opel hängt wieder hinter dem Taxi. Kommen. 205. Haben uns zwischen die Fahrzeuge gesetzt. Taxi vermutlich Richtung Innenstadt. Ja, danke. Verstanden. 209 von 200. Zielfahrzeug muss jetzt bei euch auftauchen. Taxi erkannt. Wir übernehmen.
ist noch weit. Nein, den Stein dann noch runter. Wieso haben Sie es eilig? Nein, nein, das ist nur, wenn Sie mich dann hier irgendwo rauslassen würden. Ja, so wie es geht. Taxi und Verfolger stoppen Ende Steindamm. Beide Personen steigen aus. Zielperson geht Richtung Hauptbahnhof. 209 verlässt Fahrzeug, verfolgen Zielperson weiter. Er geht zum Hauptbahnhof. Achtung, Zentrale und Einsatzkräfte Hauptbahnhof. Zielperson nähert sich Hauptbahnhof vom Steindamm. Verdammt nochmal, der geht in den Hauptbahnhof. Warum verdammt nochmal? Kennen Sie unseren Hauptbahnhof? U-Bahn, S-Bahn, Verkaufspassagen, jede Menge Baustellen. Mein lieber Freund. Möwe 32, Zielperson erkannt. Sind Sie extra aus Bonn rübergekommen? Mhm. Sogar mit zwei Personen und per Flugzeug. Hm. Sehr nobel, das muss ich sagen. Wir sind immer bemüht, uns unseren Zielpersonen anzupassen. Stimmt so. An Einsatzleitung. Zielperson jetzt der Mönckeberg-Passage. Ende. Wie viele Leute haben wir jetzt am Hauptbahnhof? Eine Hundertschaft. Kosten 8 Mark. Einsatzleitung. Schachtel ist weg, Tür ist zu. Ich komme nicht rein. Ich brauche Unterstützung. Ich muss zum Hauptbahnhof. Herr Käufel, fahren Sie bitte mit. Sie kümmern sich um Kutschner. Ich kümmere mich um Kutschner. Schwierigkeiten. Sie werden es nicht glauben, aber irgendwie bin ich froh, dass Sie da sind. Und es gab keine Möglichkeit, diese verdammte Tür aufzukriegen? Nur von innen. Aber das hat keiner gewusst. Nur der Sicherheitsbeauftragte der HVV. Der hat dann unsere Beamten reingelassen. Sie sind schon bei der Arbeit. Schon? Ich bin leider ziemlich sicher, dass es bereits zu spät ist. Das ist der Mecklenburger vom Verkehrsverbund. Guten Tag. Ich bin da unten niemand begegnet. Tja, das habe ich mir beinahe gedacht. Wir haben die Schachtel gefunden. Ist der Film in der Schachtel? Natürlich ist sie leer. Los! Hier unten sind alles Kellergewölbe und tote Gleise. Wir haben jede Nacht unsere Probleme mit den Pennern, die dort übernachten. Aber sowas, wer hätte schon an sowas gedacht? Ich. Ich hätte zumindest dran denken müssen. Ich glaube kaum, dass es Zweck hat, hier unten nach ihm zu suchen. Wir wollen nicht glauben, wir müssen weitersuchen. Thank you.
Matrize 9.1 für die äußere Absperrung mit den Zügen 9.11, 9.12, 9.13. Wir kriegen das hier nicht dicht bei der Scheißbaustelle. Das? Will ich Ihnen mal was sagen? Hätte mich doch niemals auf sowas eingelassen. Aber als ich an meine Frau ranging, an das Leben meiner Frau. Wie? Und das Leben Ihrer Frau? Dann wissen Sie doch genauso gut wie ich. Die haben versucht, meine Frau umzubringen. Ja, dann wissen Sie ja noch gar nicht. Was? Was soll ich wissen? Aber wo reden Sie denn schon? Hier. Das ist ein Fernschreiben von der Kripo in Bonn. Von dem Fahrer des Wagens geschnappt, der ihre Frau bei einer Tod gefahren hat. Sein 24 Jahre alter Handelsvertreter mit 1,7 Promille ist geprüft. Es steht kein Zweifel daran, dass er nichts, aber auch gar nichts mit Ihrer Sache, mit unserer Sache zu tun hat. Das darf doch nicht wahr sein. Das gibt's doch nicht! Oh. Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Also hier kommt er bestimmt nicht raus. Er ist fix und fertig. Der hat nichts gesehen, nichts gehört, der weiß überhaupt nichts. Tja, wir haben die meisten Beamten abziehen müssen. Länger als 1 bis 2 Stunden. So viele Leute haben wir einfach nicht. Sie wissen. Naja. Und ich fürchte, Schäfer weiß das auch. Er wird irgendwo da unten übernachten und morgen früh seine Pässe und das Rasierzeug aus seiner konspirativen Wohnung holen und ins Ausland verschwinden. Ich muss die Wohnung finden. Ach, Sie sind's, mitten in der Nacht. Dr. Spitznach, wir sind auf Ihre Hilfe angewiesen. Das ist mir nicht neu. Aber heute ganz besonders. Wir suchen die Wohnung eines Top-Agenten. Und Sie... Ich? Wieso ich? Sie sind einer der wenigen, der wenigstens indirekten Kontakt mit ihm hat. Danke, ich spreche von Olga. Olga, was ist mit ihr? Ach, nichts, dass ich wüsste. Aber Sie erinnern sich vielleicht an... An eine Äußerung, an ein Telefongespräch, an irgendetwas, was uns auf die Spur
bringen könnte. Herr Delius, Sie wissen genau, wie meine Antwort lautet. Ich wusste nicht und Olga wollte nicht. Ergo, über so etwas oder von so etwas ist zwischen uns nicht gesprochen worden. Möchten Sie auch einen Kaffee? Ich werde mir einen machen. Danke, ich muss gleich weiter. Ist was? Ja, irgendetwas gefällt mir nicht. Ist Ihnen das Dekor zu frech? Ja, das ist es nicht. Was ist das für ein Buch? Das? Ach so, ja, Krimi, glaube ich. Haben Sie mir nicht neulich gesagt, dass Sie Krimis weder mögen noch lesen, oder täusche ich mich da? Nein, Sie täuschen sich nicht. Ich lese keine. Und dieser Krimi... Moment mal, Sie haben recht. Dieses Buch gehört Olga. Das hat sie bei mir liegen lassen. Olga? Natürlich. Jetzt fällt mir ein, dass auch sie keine Krimis las. Das hat sie mir erzählt, als ihr das Buch aus der Tasche fiel. Ich habe es aufgehoben, sie gefragt, ob sie gerne Krimis liest. Nein, er liest keine. Ich bin da ganz sicher. Merkwürdig. Ein Mädchen, das keine Krimis liest, hat einen Edgar Wallace in der Handtasche. 5,80 €. Natürlich, das ist es. Wie bitte? Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. 605 DM ist 1500. Wieso? Im Agentenalphabet steht DM für 1500. Woher kommt das? Aus dem Römischen. D ist 500, M ist 1000. Zusammen 1500. Kleines Latino, tut mir leid. 605-1500. Das ist seine Telefonnummer. Ja, buchen Sie mir bitte die nächste Maschine nach Paris. Mit Anschluss nach Ost-Berlin. Ja. Schäfer. 605-1500. So ist doch Ihre Telefonnummer. Mit dieser Nummer habe ich jedenfalls Ihre Wohnung gefunden. Als wollen Sie mir sicher erklären, was ich noch alles falsch gemacht habe. Aber Herr Schäfer, wir beide kennen doch das Geschäft. Es war eine Stümperei, dieser Olga das Buch zu geben. Mit dem Code für einen Notruf. Frauen pflegen bei ihren Liebhabern immer etwas liegen zu lassen. Da haben Sie recht. Aber mit etwas Glück wäre ich weg gewesen. Ach ja, der Film... Dieser Film war eine Falle. Wissen Sie, was da drauf ist? Eine fantasievolle Bearbeitung der Schaltpläne
des alten deutschen Volksempfängers aus der Zeit um 1938. Und auf den, so meine ich jedenfalls, haben beide deutschen Staaten den gleichen historischen Anspruch. Tja, auf meiner Uhr ist jetzt 6:10. Es wird Zeit. Eigentlich müsste er bis 6 drüben sein. Kommt er, ja. Auf den Tag 6 Wochen war der bei uns. 6 Wochen. So zum Kotzen. Vielleicht. Immerhin, er wird nicht wiederkommen. Elsbeth hat ihn geschafft. Sollen sich die Geheimdienste in England, in Amerika oder am Popocatépetl mit ihm rumschlagen? Ist das nicht ein lausiges Geschäft? Sowas fragt man nicht, Herr Tümmler. Es hat auch sein Gutes. Sehen Sie mal, da kommen 7 von uns. Mhm. 7 gegen einen. Tja, mein Lieber. Als Agent weiß man wenigstens, was man wert ist.